Herzlich willkommen zu dem Talk Die Testing-Zonen, Do's and Don'ts des automatisierten Testings. Mein Name ist Franziska und ich bin in der Webentwicklung so seit knapp 10 Jahren. Und als ich angefangen habe, war automatisiertes Testing irgendwie gar kein großes Thema, zumindest nicht in meinem Umfeld. Und in den letzten Jahren kam es dann so, dass irgendwie ein Kollege hat mal mit Testdöven angefangen, da habe ich mich ein bisschen mitreißen lassen und ja, so kam ich halt dazu, dass ich immer mal wieder was über Testing geschrieben habe, immer wieder gemerkt habe, was passt mir total gut, was passt mir gar nicht und habe deswegen diesen Vortrag entworfen. Ich mache den in dem Umfang jetzt zum allerersten Mal. Bisher war das nur so eine 10-Minuten Lightning-Talk-Version. Ich freue mich deswegen ganz besonders über Feedback, weil, ja, wie gesagt, ich mache das in dem Umfang zum allerersten Mal. Ich möchte am Anfang ein bisschen was über das Wording sagen, weil da fängt es schon an mit Dingen, die oft irgendwie unterschiedlich aufgefasst werden. Ich werde in dem Talk diese Wordings benutzen. Also wir haben, für mich sind Unit-Tests kleine Tests, die ein kleines Modul testen, zum Beispiel eine Methode oder auch nur ein Teil einer Methode. Das kann auch nur ein If-Statement sein. Wenn es Abhängigkeiten gibt, die ich brauche, um bis zu dieser Methode zu kommen, werden die bei einem Unit-Test gemockt. Ein funktionaler Test ist für mich ein Test, der, wie das Wort schon sagt, ein Teil einer Funktionalität testet, aber eben auch die Abhängigkeiten durchaus erwartet. Ist noch da? Gut. Das heißt zum Beispiel, dass ich eine Testdatenbank auch im Hintergrund habe und dann durchaus auch erwarten kann, dass aus dieser Testdatenbank Dinge wirklich ausgelesen werden. Ein Integrationstest ist für mich ein Test, der ein funktionaler Test ist, der aber prüft, dass zwei verschiedene Systeme oder Untersysteme korrekt zusammenarbeiten. Darf ich mal fragen, wer von euch automatisiertes Testing aktuell aktiv betreibt? Das sind deutlich mehr als bei anderen Konferenzen. wer hat mal angefangen und fand das irgendwie scheiße und macht es jetzt nicht mehr? Keiner? Das ist gut. Und wer hat das noch nie ausprobiert? Gut. Ein paar, aber nicht so viel. Gut. Ich habe mir in diesem Talk überlegt, dass man eigentlich die ganze Zeit, wenn man damit arbeitet, mehr oder weniger freiwillig Dinge entweder total falsch macht, Dinge total richtig macht und sich super wohl damit fühlt und wirklich Zeit spart oder eben der größte Teil irgendwo in so einer Grauzone ist. Also irgendwie, das ist schon gut, dass man das macht, aber irgendwie so richtig geil ist das noch nicht. Für mich ist das Einzige, was man wirklich falsch machen kann, gar keine Tests zu schreiben oder versuchen, Tester zu ersetzen. Tester ersetzen, klar kann man denen die Arbeit erleichtern, aber man wird nie hundertprozentig einen Tester ersetzen können, der Edge Cases findet und so weiter. Das wird einfach nicht klappen. Entweder das ist ein Wackelkontakt bei mir, nein. Ich bin so ein Mensch, der seine Kollegen und bei anderen Projekten auch immer wieder nervt, dass er doch bitte Tests schreiben möge, wenn das nicht passiert. Ich sehe es aber auch so, dass Ausnahmen die Regel bestätigen. Sowas hier zum Beispiel ist eine Sache, wenn ein Kunde sagt, ich will nur noch irgendwie eine statische HTML-Seite, wir machen zu und dann ist das eine Sache, wo auch ich sage, irgendwo muss man mal pragmatisch bleiben und sagen, gut, ich muss jetzt nicht unbedingt testen, dass die wir schließen Seite noch so gut funktioniert, wie ich so gerne hätte. Aber auch das kann man anders sehen, wenn man das möchte. Alles dazwischen ist irgendwie eine Sache, wo ich sage, man ist irgendwo in der Grauzone. Das hier ist ein Slide von einer Folie, die vor 7 Jahren von dem Gründer vom Symfony Framework veröffentlicht wurde. Und er schreibt da, do not write unit tests for a controller. Hintergrund dahinter ist, dass ein Controller keine Business-Logik enthalten sollte. Der sollte einfach nur einen Service callen, der sollte irgendwas im Hintergrund aufrufen und dann was zurückgeben. Das Problem daran ist, wie bei vielen anderen Sachen auch, schlechter Code ist einfach schlecht testbar. Meistens. Ich habe jetzt mal hier so ein Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt ein Command, aber Command-Controller, das ist
hoffentlich auch adaptierbar, das ist jetzt PHP. Wer hier arbeitet mit PHP? Ja, das sind jetzt schon mal deutlich weniger. Im Grunde geht es darum, man kann ein Datum mitgeben und das muss in einem bestimmten Format sein und wenn das nicht in einem bestimmten Format ist, dann wird halt eine Exception geworfen. Wenn man ganz ehrlich ist, sowas kann man super Unit testen. Das Problem daran ist, das gehört eigentlich auch nicht in einem Controller, das ist Business-Logik. Trotzdem wird man das mit Sicherheit bei den meisten Leuten im Code sowas finden, weil es einfach schnell gemacht ist. Ich mache mal schnell noch eine kurze Abfrage, ob das Format stimmt und wenn nicht, schmeiße ich direkt in der dritten Zeile eine Exception und bin dann raus. Eigentlich ist das unsauber. Also das müsste ich in Service auslagern und dann in Service-Unit testen. Trotzdem, wenn man es schon hat, dann sollte man auch einen Unit-Test schreiben. Das ist so eine Sache. Wenn schlechter Code ist schlecht testbar und manchmal versucht man dann irgendwie bestehenden Code doch nochmal ein bisschen zu testen und dann merkt man irgendwie nach einer halben Stunde so, ja, ich mock jetzt die ganze Zeit, versuche irgendwie bis zu dieser Stelle zu kommen, die ich testen möchte, habe jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang Mocks geschrieben und irgendwo ist so dieser Punkt, wo man dann wirklich sagen sollte, ich schreibe den Scheiß jetzt einfach neu, weil es nichts bringt, 3 Stunden lang irgendwie Unit-Tests dafür zu schreiben. Was eine gute Idee ist, ist dafür einen funktionalen Test zu schreiben, damit ich halt nachher prüfen kann, dass mein gerefactorter Code auch wirklich noch das macht, was es vorher gemacht hat. Dass ich halt das Verhalten teste und nicht den Code an sich. Das ist so eine Sache. Wer hätte sowas schon mal schreiben können? Und wem könnte der Testname stammen? Ich weiß nicht, ob man es überlesen kann. Test works correct. Ja, ich sehe so ein paar Nicken, ein paar Kopf. Ja. Es ist halt nicht hilfreich. Also es ist vielleicht hilfreich, wenn man weiß, was das erwartete Verhalten ist, aber keiner meiner Kollegen weiß es im Zweifelsfall. Ich weiß es vielleicht nach einem Jahr auch nicht mehr und am Ende denke ich mir, geil, Test ist grün, ist aber nicht das Verhalten, das correct ist oder wie erwartet. Das sind so Kleinigkeiten, da kann man auch immer noch mal ein bisschen was rausholen aus seinen eigenen Tests. Noch so eine Sache, gemeinsam genutzte Fixtures. Es hat einen Vorteil, wenn ich Fixtures baue und dann zum Beispiel sage, okay, ich habe 3 bestimmte User-Typen, ich nehme ein Fixture als so eine Art Template und diese User sind halt für mein komplettes System gleich und die werde ich immer mal wieder brauchen im Test. Ich brauche immer mal wieder irgendwie einen Admin-User und irgendwie einen Käufer-User und vielleicht irgendwie irgendwas dazwischen, dann ist es vielleicht hilfreich, je nach Firma, dass man das in eine Datei packt, mit der dann auch wirklich alle Teams testen können. Weil wenn sich in diesem Template was ändert, kriegt das jedes Team mit. Also wenn ich zum Beispiel sage, ab sofort müssen Usernamen irgendwie ein bestimmtes Format haben oder so und ich baue diesen Testfall dann in meinen Standard-User ein, dann kriegt das halt jeder mit. Was schlecht ist, ist sowas wie eine Default-YAML. Wer PHP kennt, kennt vielleicht noch eine Standard-Inc-PHP. Das entspricht dann ungefähr dem. Man baut auch einfach viel zu viel Zeug ein, dass man vielleicht nur für einen Test braucht. Das ist unpraktisch. Das ist auch eine Sache, wenn man anfängt mit Behavior-Driven-Tests und funktionalen Tests, dann findet man das meistens ziemlich schnell, ziemlich geil, dass man da automatisiert irgendwelche Sachen durchklicken kann und tendiert dann schnell dazu zu sagen, oh ja, geil, dann kann ich hier einmal alle kritischen Business-Pfade einmal durchklicken und voll cool. Ist auch ganz cool, weil es halt ein Integrationstest in gewisser Weise ist, aber man sollte halt das nicht bei jedem Git-Push mitlaufen lassen. Es ist einfach, es dauert tendenziell zu lange. Und es frustriert halt. Je länger Tests dauern, umso mehr ist man frustriert. Man sollte also schauen, dass man bei jedem Push auch nur die Sachen mitlaufen lässt in einer angemessenen Wartezeit, dass man sagt, okay, dann warte ich auch mal, ob ich nicht alles zerstört habe. So eine andere Sache, wenn man mit funktionalen Tests anfängt, diesen Test geschrieben hat und sagt, super, ich kann alles durchklicken, ist dann, scheiße, dauert lange. Und dann fängt man ganz schnell an, wieder auf Unit-Tests umzusteigen, weil die sind halt schön schnell. Es gibt ganz viele lustige Bilder zu Two-Unit-Tests, No-Integration-Tests. Also wenn ihr da mal googelt, das ist jetzt eins unter einer Lizenz, die ich hier in dem Vortrag benutzen darf. Da gibt es noch wesentlich witzigere. Am Ende
two unit tests, no integration tests. Ich bin jetzt tatsächlich schon durch die graue Zone. Ich glaube, ich bin viel zu schnell heute. Ich möchte euch ein bisschen was über die Dinge erzählen, die ich aktuell in meinem Arbeitsalltag für extrem sinnvoll und irgendwie für mich auch passend erachte. Ich habe das Gefühl, das wird sich so in den nächsten Jahren auch noch ein bisschen verschieben, weil sich das in den letzten Jahren auch immer noch ein bisschen verschoben hat. Das ist für mich aktuell das, was man machen sollte. Man sollte möglichst viele Unit-Tests auf einer kleinen, modularen Ebene schreiben, gucken, wird meine Exception geworfen, ist das if an der, macht das if und das else das, was ich will. Und auch, und man kommt nicht drum herum, auch funktionale Tests oben drüber zu packen. Weil, wie gesagt, nur mit Unit-Tests oder nur mit funktionalen Tests kommt man einfach nicht weit genug. Ich habe das mal versucht darzustellen. Im Grunde ist jetzt dieser äußere blaue Rahmen wäre halt die Software und man hat darin verschiedene Module, die vielleicht miteinander arbeiten, vielleicht auch nicht. Und ich finde, jedes Modul sollte mit Unit-Tests abgedeckt sein und außenrum sollten nochmal Integrationstests sein. Man kann auch funktionale Tests innerhalb der Module schreiben, das geht natürlich auch. Es ist aber schwer, das grafisch darzustellen. Aber wenn da jemand eine Idee hat, ich freue mich. Noch so eine Sache, die gerade, wenn man in Teams arbeitet, extrem hilfreich ist, ist, dass man Tests irgendwie einheitlich benennt, dass man sich da auf irgendeine Art von Schema einigt. Ich habe für mich aktuell das hier entdeckt. Es sieht jetzt sehr kompliziert aus, ist es nicht. Im Grunde, ich lese es mal vor, da steht Test Tested Method Name Expected Behavior. Klingt kompliziert, wie gesagt. Sieht im Grunde so aus. Das kommt ein bisschen daher, dass ich mit PHP Unit arbeite. Ich hätte jetzt zum Beispiel in dem Fall eine Methode, die heißt irgendwie Check Credentials. Das heißt, ich schreibe immer Test Check Credentials für alle Unit-Tests, die diese Methode testen. Und dann versuche ich möglichst lesbar den Fall zu beschreiben. Also ich hätte jetzt zum Beispiel Erfolgsfall, ich habe irgendwie einen Fall, dass die eingegebenen Daten völlig unbekannt sind, ich habe irgendwie ein falsches Passwort und ich habe irgendwie ein Blacklist-Verhalten. Hat bei PHP Unit den großen Vorteil, dass ich filtern kann. Wenn ich also den kompletten Login-Service teste und habe nur was an der einen Methode verändert und will nur mal ganz, ganz schnell die paar Unit-Tests durchlaufen lassen, dann kann ich alle für die Methode Check Credentials laufen lassen, indem ich einfach minus minus Filter Test Check Credentials aufrufe und dann würden alle diese Tests durchlaufen. Und wenn ich halt einen bestimmten wenn ich einen bestimmten Test laufen lasse, kann ich das auch. Das ist eine Sache, häufig genutzte Testabläufe auslagern. Wenn man funktionale Tests schreibt, merkt man immer wieder, wir haben Dinge, die man immer wieder macht. Ich möchte mich einloggen als ein bestimmter User. Ich möchte irgendwie irgendwo draufklicken. Das sollte man auslagern. Vor allen Dingen, weil man es dann nachher, wenn sich das Einlog-Verhalten ändert, muss man es nur noch an einer Stelle ändern. Und dafür ist, das merkt man ganz besonders stark bei Behead, dass es das für einen übernimmt. Das ist im PHP-Umfeld, ist das ein Open-Source-BDD-Framework. Es hat den großen Vorteil, man kann es halt auch auf die Unternehmenssprache umstellen. Ist sehr bekannt, man findet halt überall auch Hilfen dazu, wenn man damit anfangen möchte. Ich möchte dazu mal einen ganz kleinen Exkurs machen. Behead arbeitet mit der Sprache Gherkin. Und Gherkin hat den ganz großen Vorteil, dass man damit auch andere, vielleicht nicht ganz so technische oder auch nicht technische Leute im Projektteam einbeziehen kann. Wenn ich also einen Endkunden habe, der vielleicht in meiner Firma sitzt oder wenn ich einen Projektmanager habe oder einen Product Owner, dann kann der in dieser Sprache sehr einfach erklären, was er möchte. Wir haben jetzt in dem Fall die Funktionalität Warenkorb, in der mehrere Szenarien stehen könnten. In dem Beispiel ist es jetzt ein Szenario. Wie ihr seht, das ist auf Deutsch umgestellt. Man kann das auf, ich glaube aktuell werden auf jeden Fall sehr viele Sprachen unterstützt. Und wenn man fängt meistens mit Englisch an und dann merkt man irgendwann, das ist dann komisch, weil dann stehen da so Sachen wie so, given there is a Lichtschwert, which costs 7 Euro, when I click on Kontoauszug oder sowas, das mischt sich sehr schnell. Und ein sehr großer Vorteil ist halt tatsächlich, wenn man das aufsetzt, sollte man es am besten direkt in der Unternehmenssprache machen.
In dem Fall haben wir halt diese Schlagworte angenommen, wenn, dann und. Im Englischen given, when, then, and. Und in dem Fall wäre jetzt ein Szenario, ich möchte auch ein Produkt unter 10 Euro kaufen können. Und dann würde jetzt ein Product Owner zum Beispiel schreiben, angenommen, es gibt ein Lichtschwert. Das war das Schlagwort. wenn ich das Lichtschwert in den Warenkorb lege, dann sollte ich ein Produkt im Warenkorb haben und am Ende 8,33 Euro drunter stehen, weil wir nehmen 19% Mehrwertsteuer. Das mit den 19% Mehrwertsteuer könnte man noch in einen Kommentar schreiben. Ja, und das ist halt eine Sache, die kriege ich dann von meinem Product Owner, schreibt das so rein, vielleicht angenommen, es gibt etwas, das habe ich schon mal getestet, den Schritt habe ich schon im Hintergrund, einen Test am Gesamtpreis habe ich vielleicht noch nicht, dann schreibe ich im Hintergrund halt noch die PHP-Funktion, die das testet. Und das sind so Elemente, die kennt irgendwann jeder Product Owner, die kennt vielleicht jeder Tester und die kann man dann immer wieder benutzen oder eben auch neue erfinden. Ja, der sollte eigentlich dahin springen. Gut, das ist eine alte Version. das ist tatsächlich eine alte Version. Naja, gut. Im Hintergrund sieht das dann so aus, dass man eben per Annotation oben dieses Given angibt und dann ein Regex-String reinpackt, an dem ich halt markiere, an welchen Stellen Variablen stehen sollen. In dem Fall wäre jetzt hier der Produktname und der Preis eine Variable. Man kann, und das fällt, glaube ich, vielen Entwicklern schwer, sowas in Deutsch zu programmieren, das fühlt sich schon sehr komisch an. Man könnte jetzt also die PHP-Methode im Hintergrund natürlich auch Englisch benennen. Da muss man einfach gucken, wie man sich das im Team zurecht machen möchte. Ja, und man kann das halt immer weiter erweitern und das ist schon extrem praktisch, weil man dann eben auch wirklich cross-funktional arbeiten kann. Die Tester, so, das ist jetzt, probieren was man so. Wenn man das macht, ist es sehr wichtig, sich mit Testern abzusprechen, wenn nicht natürlich auch. Ich finde es sehr, ja, ich finde es sehr wichtig, dass man die Tester möglichst früh einbezieht, weil wenn ich irgendwie ein Projekt bekomme, ich bekomme irgendwie ein Ticket, eine Story und möchte das irgendwie vernünftig umsetzen, dann hat der Tester meistens schon ein Bild im Kopf, der Entwickler hat irgendwie ein Bild im Kopf, welchen Service nehme ich da, haben wir da schon was, welche Datenbank, was brauche ich da? Und bei Testern läuft das halt so ähnlich im Kopf. Die denken dann auch, ah ja, da gibt es einen Edge Case, dann versuche ich irgendwas mit einer Primzahl und irgendwas mit komischen Sonderzeichen und vielleicht andere Edge Cases. Und deswegen ist es sehr praktisch, wenn man vielleicht vorher schon Testszenarios mit seinen Testern zusammen entwickelt, wenn man denn welche hat, und kann sich dann halt diese ganzen Schleifen sparen, weil der Tester hätte mir das vielleicht schon, bevor ich anfange zu entwickeln, sagen können, hier, musst du aber drauf achten, ne? Mehrwertsteuer oder sowas. Ich finde das extrem wichtig. Ja. So. Und sehr wichtig ist auch, dass man dann eben eine Stelle hat, wo man das einsehen kann. Dass der Product Owner sehen kann, was ist schon abgedeckt. Dass der Tester sehen kann, okay, was sind schon Standardpfade, die abgedeckt sind. Muss ich die vielleicht nicht mehr bei jedem Deployment komplett durchklicken, weil das ist schon abgedeckt. Es gibt bei Behead die Option, in der Annotation Dokumentation drüber zu schreiben und dann halt eine Seite zu machen, auf der man diese Szenarien alle einsehen kann. Das ist sehr praktisch. Ich denke mal, das gibt es bei anderen Frameworks auch. Und das finde ich wirklich wichtig. Ich habe hier noch eine Sache, die ist jetzt ein bisschen mehr zu lesen, die Folie. Ich habe es leider nicht kleiner hinbekommen. Es gibt ein Buch von Carola Lilienthal, das, glaube ich, auch mittlerweile relativ bekannt ist in der Branche. Das nennt sich Langlebige Softwarearchitekturen. Und im ersten Kapitel gibt es eine Tabelle, das ist, was jetzt hier der Diamant ist, in der sie über Komplexität redet oder schreibt. Ich finde das sehr interessant, weil auch wenn es in diesem Buch gar nicht um Testing geht, findet man da Dinge, die beim Testing sehr wichtig sind. Es gibt halt eine sogenannte akzidentielle Komplexität und eine essentielle. Gegen die essentielle kann man einfach oft nichts machen, vor allen Dingen, wenn sie halt schon im Problem, in der Natur der Sache vom Problem liegt. Also oben links haben wir zum Beispiel die probleminhärente essentielle Komplexität. Klingt kompliziert, aber es gibt einfach nur manchmal Komplexität, die in der Fachdomäne schon liegt.
Also zum Beispiel, wenn man im Finanzsektor ist, dann gibt es einfach Regulatorien von irgendwelchen, von der BaFin. Oder es gibt einfach Dinge, die zum Beispiel, also in jeder Firma gibt es ja eine gewisse Komplexität einfach von dem Businessverhalten her, das ich schon habe. Sowas wie die Mehrwertsteuer, kann ich einfach sagen, lassen wir weg oder so. Das ist, muss man haben und dagegen kann man nichts tun. Das ist oben links der Bereich. Unten links der Bereich, das ist die lösungsabhängige Komplexität von der Technologie. Man hat also zum Beispiel schon PHP im Einsatz oder man hat schon eine Programmiersprache, man hat sich dafür entschieden und dann gibt es wie bei jeder Technologie auch immer eine gewisse Komplexität, die dahinter steht. Man kann sich, wenn man ein neues Projekt macht oder ein neues Teilprojekt macht, auch immer dafür entscheiden, vielleicht eine andere Technologie einzusetzen. Das heißt, da kann man vielleicht was gegen machen, aber am Ende hat jede Technologie eine gewisse Komplexität, die man nicht vermeiden kann. Ein Problem, was man, oder eine Komplexität, die man ganz einfach aus der Welt schaffen kann, sind einfach Missverständnisse über die Fachdomäne. Wenn ich zum Beispiel neu in der Firma bin und gar nicht weiß, wie funktioniert das Business, in dem ich hier gerade bin, oder wenn ich vielleicht einfach die ganze Zeit was falsch verstanden habe oder ein Ticket falsch verstanden habe, die Story irgendwie nicht klar ist. Das sind einfach Dinge, die kann man vermeiden und die kann man meiner Meinung nach ganz besonders gut vermeiden, indem man mit BDD arbeitet. Man beschreibt vorher so ein Szenario, man spricht vielleicht mal drüber. Ich bekomme irgendwelche Wenn-Dann-Fälle vorgegeben und mein Product Owner denkt vielleicht schon an irgendwelche Dinge, die er mir sagen möchte, an die er vielleicht nicht gedacht hätte, wenn er einfach nur einen Storysatz schreibt. Wenn ich also vorher ein Verhalten beschreibe, ist es sehr schwer, dass ich am Ende irgendwie nicht verstehe, wie das Verhalten sein soll. Und dann gibt es Missverständnisse über die Technologie und überflüssige Lösungsanteile. Ganz viele haben bestimmt schon mal YACNI gehört, You Ain't Gonna Need It. Das Problem daran ist, also womit ich das ganz gut vermeiden kann, ist eigentlich Unit-Testing und vor allem TDD, also Test-Driven Development. Wenn ich erst einen Test schreibe und dann auf diesen Test eine Methode draufsetze, dann ist es schon sehr schwer, dann irgendwie noch mehr in die Methode reinzuschreiben, weil ich weiß ja, das ist eigentlich gar nicht das, was ich schreiben wollte. Ich habe mir beim Test überlegt, okay, ich möchte irgendwie an der Stelle eine Exception werfen, wenn das Passwort nicht stimmt oder irgendwas. Und dann ist es schon irgendwie schwer, dann sich noch was auszudenken, was man danach dann noch schreiben möchte, wo man aber eigentlich von vornherein weiß, okay, da habe ich gar keinen Test mehr geschrieben und warum soll ich jetzt irgendwie noch eine zweite Exception werfen oder so. Man muss also deutlich mehr darüber nachdenken, was möchte ich gleich entwickeln, wenn ich erst einen Test schreibe. Alleine schon aus Faulheit, weil natürlich dauert es erstmal Zeit, einen Test zu schreiben, auch wenn ich damit nachher vielleicht Zeit spare. Das ist eine der allerwichtigsten Sachen, die man meiner Meinung nach bei automatisierten Tests machen kann, drüber sprechen. Wer von euch hat schon mal von irgendwem gehört, ja, aber Test, das braucht ja mehr Zeit? Okay, wer nicht, das ist vielleicht leichter zu sehen. Oder das ist dann, das sind einfach so Sachen, das sind Vorurteile. Klar, natürlich, wer eben in dem Talk von Roland Goller war mit Clean Code, kommt nicht so gut, wenn ich sage, ich habe mit 8 Mann irgendwo dran gesessen und eine Methode refactored. Kommt es auch nicht. Man muss einfach irgendwie ganz offen und möglichst nicht technisch mit Nicht-Technikern darüber reden, was es einem das eigentlich gerade bringt. Wenn man irgendwann mal an der Stelle ist in einem Code, wo man dann sagt, okay, ich konnte das jetzt viel schneller machen, ich konnte das viel schneller den Bug beheben, weil es gibt da einen Test und der sagt mir irgendwie, wie das Verhalten ursprünglich mal gedacht war. Oder sobald man irgendwie Zeit damit spart, sollte man da auch einfach mit an die Öffentlichkeit gehen und es einfach mal verkaufen, einfach mal zum Chef gehen und sagen, boah, übrigens hier, ne, wir haben heute mal eben den ganzen Tag Arbeit gespart, weil wir wussten mit dem Test, was sich der ehemalige Kollege bei gedacht hat. Es ist einfach wichtig, dass man darüber spricht, weil es wahnsinnig viele Vorurteile gibt. Und da kann ich nur für werben, dass man dann einfach mal, sobald man irgendwas findet, man kann auch eine Statistik einfach mal anfangen und einfach mal irgendwo aufhängen, Plakaten, Bildschirm, irgendwo mal was draufwerfen, sagen, das haben wir gespart, das war cool, das war irgendwie Feedback, die Entwickler fühlen sich wohler, wir können jetzt irgendwie mit weniger Testaufwand deployen, weil wir irgendwas durchgeklickt haben, wir sparen Zeit. Das sind alles so Dinge, die man, über die man sprechen sollte. Ich glaube, ich bin viel zu schnell durch die Zeit durch.
Was haben wir? Oh nein, das geht noch. Ich habe noch ein paar Lesetipps mitgebracht, die sind so ein bisschen in die PHP-Ecke, weil ich tatsächlich aktuell auch nur mit PHP und Symfony arbeite. Zum einen kann ich jedem nur mal empfehlen, sich das Behead, was wir eben gesehen haben, mit dem Gherkin anzuschauen. Ich gehe mal ein Stück zur Seite, dann könnt ihr auch alle frei fotografieren. Und PHP-Spec. Allerdings gibt es die Folien auch online, also eben... Gut. PHP-Spec ist auch ein Framework, baut auf einer etwas anderen... auf einer etwas anderen Idee auf einer etwas anderen Herangehensweise. Ich habe ein paar Kollegen, die sich damit extrem wohlfühlen und kann nur empfehlen, wenn man vielleicht Behead schon mal ausprobiert hat, das irgendwie nicht so geil fand, vielleicht ist PHP-Spec dann das Richtige. Und zwei Artikel, die man auch gut weiterschicken kann an vielleicht Leute, die nicht so auf Testing stehen oder Leute, die gar nicht verstehen, warum sollte ich da jetzt Geld ausgeben. Das ist einmal Is QA Dead, in dem es halt um dieses Thema geht, Tester ersetzen. Sollte man nicht machen, steht da auch drin. Da steht halt auch drin, dass ein Tester viel mehr macht, als ein automatisierter Test macht. Das muss man offensichtlich manchmal doch noch erklären. Ja, und dann eben, dass Testing eine Whole-Team-Activity ist. Dafür gibt es auch noch einen Artikel, den ich auch empfehlen kann. Ist schon was älter, ist jetzt schon 6 Jahre alt, aber geht halt auch nochmal darauf ein, dass man das eben, wie man zum Beispiel eben auch an diesem Gherkin-Beispiel gesehen hat, es geht nicht nur darum, dass ich als Entwickler irgendwie ein paar Unit-Tests hinhaue, sondern, wie gesagt, das ganze Team daran beteiligt ist. Ich bin schon mit dem Vortrag am Ende. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf der Frostcon-Seite eine Bewertung hinterlasst. Ich habe den, wie gesagt, zum ersten Mal in dem großen Umfang gemacht. Das war bisher ein 10-Minuten-Talk. Also natürlich dann nicht mit allen Inhalten. Da könnt ihr einfach entweder hier dem Link folgen oder auf der Frostcon-Seite, in dem Programm gibt es auch, hat euch das gefallen, als Button. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht ein bisschen Feedback oder Fragen jetzt mitgebracht habt. Wir haben noch Zeit. Ah, wir haben noch Zeit. Ja. Zuerst zwei Anlagen, dann eine Frage. Bezüglich Zeit ist meine Erfahrung, dass gerade bei einem konsequenten Test für den Development auch viel Zeit durch ein manuelles Plugin wird. Also bevor ich das gemacht habe, habe ich ganz viel debuggen müssen und die Zeit, die man vorher festschreibt, ist eigentlich schon gespart. Ja, ich wiederhole mal ganz kurz für den Livestream. Er hat gesagt, dass seine Erfahrung ist, dass man durch Test-Driven ganz viel Zeit beim manuellen Debugging spart, weil man das nachher nicht mehr machen muss. Ja, oh. Der zweite Punkt, wenn ein IDD zu viel ist, kam ich auch erst letzten Monate drauf, im Test als Kommentar schreiben, eben was gegeben sein soll, dann den Code, also man kennt es ja auch, Setup, Execute, Verify, die drei relevanten Schritte plus später hier noch, aber das sind eigentlich genau die vier Schritte, eben, wenn, dann kann man auch reinschreiben, um das Buch zu kommentieren, dass wenn jemand später draufkommt, genau sieht, auch wenn da vielleicht ein bisschen zu viel technische Details in dem Moment dann drinstehen, hoffentlich nicht, aber wenn, dass man dann sieht, dass so eigentlich im Test gemacht werden. Ja, das, die Anmerkung jetzt war, dass man eben auch, wenn ein BDD eigentlich zu viel ist, auch in anderen Tests eben given, when, then als Kommentar reinschreiben kann. So hat es bei mir tatsächlich auch angefangen, dass ich irgendwie in diesem Doc-Block geschrieben habe, gegeben sei und erwartetes Verhalten. Das war, bevor ich Behead kannte. Ja, und jetzt noch eine Frage. Tendierst du eher dazu, Inside out zu entwickeln? Also sprich zuerst so die kleinen technischen Details, wo geht es in die Datenbank rein? Und dann immer weiter nach außen zu entwickeln oder von außen nach innen, dass du sagst, das ist mein Szenario, ich mache mir alles weg und nach fülle ich dann die Bestandsteile nach. Also die Frage war, ob ich eher mit einem kleinen Modul anfange und dann größer werde beim Testen, also Inside-Out oder lieber Outside-In teste. Kommt drauf an, wenn ich ein ganz neues Feature habe, ich muss jetzt dazu sagen, ich arbeite auch in einem Team, was überhaupt nichts gegen das Testing hat, also keiner in dem Team. Wenn wir ein neues Feature bekommen, finde ich es eher gut, eher so diesen BDD-Ansatz, also wirklich erst ein Szenario schreiben, also in dem eigentlich größten Umfeld, das ich dann dafür hätte, also wirklich ein Szenario runterzuschreiben, wie wir es eben gesehen haben, oder eben mehrere. Wenn ich irgendwie einen Bug habe in Code, der irgendwie vielleicht ein bisschen Legacy ist, der vielleicht noch gar nicht getestet ist, dann versuche ich tatsächlich irgendwie
bis zu dieser Stelle alles zu mocken und dann wirklich nur diese kleine Stelle, in der ich den Bug dann wahrscheinlich schon gefunden habe in dem Moment, zu mocken, also alles bis dahin und dann diese Stelle zu testen. Also dann fange ich eher auf dem kleinen Punkt an. Hat das soweit die Frage beantwortet? Okay. Der. Ja, also, wenn man gerade mit den Testen anfängt, besteht oft die Gefahr für Code-Duplikation, wenn die Leute zu sehr auf der technischen Ebene sich bewegen. Also, weil gerade wenn man sich vorstellt, wenn man ein Stück Logik hat und man das abtestet, dann ist es nur für die Techniker nur zu naheliegend, die gleiche Implementierung nochmal zu schreiben, dann hat man irgendwie die Implementierung zweimal und muss es leben. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich immer klar macht, dass man beim Test unter einem anderen Blickwinkel auf die Sache drauf schaut. Also einmal von innen, einmal von außen. Dann ist der Test auch stabiler und weniger abhängig von der Implementierung. Ja, ich wiederhole nochmal, das hört man wahrscheinlich nicht, oder? Okay. Genau, also die Aussage war, dass man schnell, wenn man damit anfängt, zu Code-Duplizierung neigt, dass man einfach mit einer anderen Sicht auf dieses Testing drauf geht. Meiner Meinung nach ist auch da Behavior-Driven gar nicht so schlecht. Also wenn irgendjemand das schon halbwegs stabil angefangen hat und ich in einem Kontext arbeite, sehe ich ja relativ schnell. Und wie gesagt, auch da kommt ganz viel Faulheit mit rein. Ich habe vielleicht keine Lust, nochmal neu zu schreiben. Ich lege ein Produkt in den Warenkorb. Dann sehe ich ganz schnell, okay, das hat schon jemand gemacht und kann diesen Schritt auch benutzen. Damit geht man ganz schnell runter von dieser Sache. Bei Unit-Tests ist es tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes, weil da ist man irgendwie bei sehr kleinen Modulen, da hat man nicht so viel Arbeit und da guckt man dann selten, ob das schon mal jemand genauso geschrieben hat oder ob das vielleicht genau das Gleiche ist, was ich auch wirklich brauche. Ja, ich denke, das ist ein Problem, da wächst man aber mit der Zeit rein und da wachsen vor allem auch Teams rein. Gerade mit Code Review, ich sehe, okay, das hat schon mal jemand getestet und ich kenne es dann auch. Ja. Ja, du hast ja in der Vorbeschreibung des Programms steht drin, dass du die Situation ausgemacht hast, in denen entweder das schon längst fließend ist oder halt ein Grundstellen, wo gar nicht so wenig getestet wird. Also ich habe da auch nur eine leichte Ahnung, das kam jetzt auch nicht vor. Ja, ich muss zugeben, dass der Talk erst nach der Beschreibung entstanden ist. Genau, ich wiederhole mal die Frage. Die Frage war halt, wo man eben zu viel und wo man zu wenig testet, weil es eben auch in der Talk-Beschreibung vorkommt. Es ist, glaube ich, bei jedem Team ein bisschen anders. Als ich angefangen habe mit Unit-Tests, fand ich das extrem cool und habe irgendwie jeden Edge-Case mit irgendwie alles dann auch nochmal mit Umlauten, ohne Umlaute, mit Komma, ohne Komma, drei verschiedene Formate durchgetestet. Es gibt Punkte, bei denen man einfach mal pragmatisch sein muss. Also zum Beispiel am Anfang hatte ich dieses Beispiel mit dem Projekt, was dann runtergefahren wird, wo dann nur noch so eine Danke für die Treue Seite ist. Vor ein paar Jahren hätte ich das Ding noch getestet. Mittlerweile würde ich sagen, okay, da gehört man zwar nicht mit nassen Handtüchern erschlagen, muss man aber auch wirklich nicht machen. Das ist dann eher so der Fall für zu viel testen. Man muss halt irgendwo pragmatisch bleiben, wie bei jedem anderen Code auch. So wenig testen ist nicht testen, natürlich. Man fängt eben auch, aber auch ganz schnell an, irgendwie, gerade wenn man QA-Leute im Team hat. Also wir haben in unserem Team einen Tester direkt, zwei Tester mit drin setzen, die dann auch im Sprint mitarbeiten. Und man muss halt echt aufpassen, dass man da nicht irgendwann sagt, ja, ein Edge Case findet der schon. Ne? Also klar, der wird den finden, ist aber dann vielleicht blöd, wenn das dann mal eine Schleife dreht. Also man sollte schon sich wirklich gut vorher überlegen, was man testet. Am Ende ist es aber bei jedem Team anders. Dass man kann nicht grundsätzlich sagen, ab da ist es zu viel oder ab da ist es zu wenig. Ich geh mal so rüber. Es gibt ja mittlerweile auch so Fuzzy-Tests, also Programme, die dann das Testprogramm zu testen, also mit Blödsinn füttern, um zu gucken, wie es reagiert. Ja, die Frage war, was ich von Programmen halte, die halt schon versuchen, irgendwie Tests, also Programme mit irgendwelchen Blödsinn zu füttern, um einfach mal zu sehen, wie es reagiert. Das sind tatsächlich eher so Security-Tests, also irgendwie ich probiere mal DAI und Drop-Database und sowas einfach in ein Passwortfeld zu schreiben. Security-Tests habe ich hier ein bisschen ausgenommen, weil es nicht so ganz in dieses Thema passt. Man kann auch natürlich Security-Tests mit einbauen, das sind aber tatsächlich meistens eher Edge-Cases, neben diesen Standard-Dingern wie, okay, ne, Sachen sollten irgendwie vielleicht escaped werden oder sowas.
Das sind Sachen, wo ich sage, da kann man auch durchaus mal eine Firma hintersetzen, die sich damit auskennt, und mal einen Tester hintersetzen, der das vielleicht schon ein paar Mal probiert hat, ein System zu knacken. Das sind eigentlich keine Dinge, die ich unbedingt nur so im automatisierten Testing sehe. Das ist vielleicht ganz cool, sowas mal durchlaufen zu lassen, das sollte man auch regelmäßig machen. Man sollte auch so ein gewisses Grundverständnis erwarten und beim Code Review mal drauf achten, inwiefern das hilfreich ist, bei jedem Deployment irgendwie einen Test durchlaufen zu lassen, der immer noch ins gleiche Feld irgendwie ein Fragezeichen, ein Semikolon oder was reinschreibt, muss man einfach immer schauen. Aber ich denke, das ist eine Sache, da sollte man dann auch mal eine professionelle Firma ranlassen, wenn ein gewisses Budget dahinter steht, was man dann auch zu schützen wissen, schützen möchte. Ja. Der Hang dazu, nur das zu testen, was man erwartet, und potenziell die Fehlerfälle selbst ungetestet zu lassen. Okay, die Frage war, wie groß der Hang dazu ist, nur Dinge zu testen, die man auch erwartet, und die Fehlerfälle ungetestet zu lassen. Ich finde es irgendwie sehr seltsam, einen Unit-Test für etwas zu schreiben. Das kommt vielleicht so mit der Zeit, aber wenn man nur einen Unit-Test für ein Verhalten schreibt, dann habe ich immer das Gefühl, okay, gut, jetzt habe ich es ja nicht getestet, weil ich muss ja auch sehen, dass der Test auch fehlschlagen kann. Ich muss irgendwie sehen, dass das Gegenteil auch zutrifft. Weil wenn ich sage, okay, ich will eine Seite öffnen und da soll was stehen, wenn die und die Bedingung erfüllt ist, dann gehört dazu auch einfach, dass es da nicht steht, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist. Ich glaube, das kommt so ein bisschen mit der Zeit. Man kann natürlich auch in der Code-Review darauf achten, dass man sagt, okay. Was ich schon mache, ist, wenn ich einen bestimmten Bug zum Beispiel finde in Code, der noch nicht getestet wurde, dann gehe ich bis zu diesem, dann kommt es auch schon mal vor, dass ich nur einen Test schreibe, weil ich sage, okay, ich teste jetzt nicht die gesamte Legacy-Klasse, ich teste jetzt den Part, wo ich den Bug für geschrieben habe. Und dann kann es auch schon mal Fälle geben, wo man nur einen Test schreibt, der nur ein Verhalten abdeckt. Grundsätzlich ist ein Test aber nicht vollständig, wenn man nicht auch die Gegenprobe gemacht hat. Alter. Wer schreibt bei euch denn die Behavior-Tests? Sind das tatsächlich Product-Owner oder sind das am Ende doch wieder Techniker oder sehr technisch basierte? Die Frage war, wer bei uns die Behavior-Tests schreibt. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also wir bekommen sehr genaue Beschreibungen in unseren Tickets. Es kommt ein bisschen darauf an. Wir haben auch mal Event-Storming ein bisschen ausprobiert. Es ist tatsächlich so, dass es auch je nach Team, glaube ich, unterschiedlich ist. Das weiß ich nicht genau. Tatsächlich ist es eher so, dass die Tester und die Entwickler das zusammenschreiben, wobei ich die Tester jetzt nicht als nicht technisch sehen würde. Es wäre aber auch überhaupt kein Problem, wenn unser PO das uns so gibt. Und im Grunde, wenn man mal ganz ehrlich ist, meistens bekommt man solche Tickets auch, vielleicht nicht mit angenommen sei und wenn dann, aber eigentlich, selbst ein Endkunde schreibt doch, wenn ich da draufklicke, ist das rot, das soll nicht so. Oder wenn ich das tue, dann sollte eigentlich eher das oder ja. Das eigentlich bekommt man tatsächlich immer solche Anforderungen. Ja. Ich habe eine Frage bei einer bestehenden Applikation. Geht man dann eher hin und schreibt zuerst die Integrationstests oder geht man auf die unterste Ebene und schreibt zuerst die Unit-Tests? Die Frage war, ob man bei einer bestehenden Applikation erst Unit-Tests schreibt oder ob man eher mit Integrationstests oder, ich glaube, funktionalen Tests anfängt. Das kommt darauf an, was ich erreichen möchte. Wenn ich sage, ich habe irgendwie Legacy-Code und ich will ein vernünftiges Framework draus machen, ich will es irgendwie einmal ordentlich schreiben, ich will das mal refactoren, dann ist es eigentlich Unsinn, Unit-Tests zu schreiben. Dann schreibt man eigentlich eher einen funktionalen Test, weil der auch noch genauso funktionieren sollte, wenn ich den Code refactored habe. Einen Unit-Test zu schreiben für Code, den ich eh refactoren möchte, ist nur so halb sinnvoll. Also kann auch sinnvoll sein, um den Code zu verstehen, aber grundsätzlich ist es doch, wenn ich was refactoren möchte, schreibe ich einen funktionalen Test. Ich sage, ich will da draufklicken und am Ende will ich was im Warenkorb haben. Und genau das sollte der Code ja auch tun, wenn ich ihn refactored habe. Wenn ich sage, ich fange jetzt einfach mal mit Testing an und ich will jetzt irgendwie eine Testabdeckung von so und so viel Prozent haben oder so, weil das mit Testabdeckung auch noch so eine Sache ist, dann kann man auch mit Unit-Tests anfangen. Ich glaube aber, dass da jeder so das finden muss, wo man sich wohlfühlt. Weil wenn man mit Testing anfängt, macht man eh eigentlich wie bei allen anderen Dingen erstmal irgendwas falsch. Oder man merkt danach, okay, das war jetzt doch nicht so geil, was ich da gemacht habe. Unit-Tests für Exceptions sind zum Beispiel super einfach. Da muss man meistens gar nicht viel mocken. Die werden meistens irgendwie schon relativ früh gefangen. Das sind Sachen, wo man super mit anfangen kann, dass man zumindest sagt, okay, ich teste mal die Exceptions durch.
Oder eben, wenn ich sage, ich baue jetzt ein neues Modul, dass ich nur das neue Modul teste und dann vielleicht, wenn ich einen Bug finde im alten, dass ich dann einen Unit-Test für den Bug schreibe. Aber das ist auch so eine Sache, da muss man, glaube ich, reinfinden und da muss dann auch, wenn man sagt, ich will von heute auf morgen oder von in den nächsten Wochen eine bestimmte Testabdeckung haben, dann muss auch das gesamte Team dahinter stehen und dann muss auch das Management dahinter stehen und verstehen, warum das vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Zeit kostet und dann erst vielleicht in einem halben Jahr sich komplett gelohnt hat. Ja? Aus meiner Sicht wäre es sinnvoller, für jede Testklasse eines Frameworks zu verwenden oder eines Journal? Die Frage war, ob es für mich sinnvoller ist, für jede Testklasse ein eigenes Framework zu verwenden oder eins für alle. Du möchtest vielleicht ein bisschen darauf hinaus, dass man auch Unit-Tests mit Behead schreiben kann. Das kam ja durchaus in den Sinn, aber das war jetzt nicht ausschlaggebend. Okay. Ja. Das ist so ein, also man kann auch zum Beispiel mit Behead Unit-Test schreiben, also hinter gegeben sei irgendwas kann auch ein technischer Hintergrund stehen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil diese Unit-Tests sind ja tatsächlich eher meistens für die Entwickler, um es mal so zu sagen. Kann man machen, finde ich nicht schlimm, wenn sich alle mit Behead wohlfühlen und wissen, ich muss da suchen, um was zu finden, kann man das machen. Ich finde aber gerade so beschreibende Dinge, es ist ein bisschen komisch zu schreiben, ich erwarte, also gegeben sei, ich gebe X in die Methode, dann sollte Y rausgegeben werden. Kann man machen, aber es wird auch wirklich jeder verstehen, wenn man dafür einen Unit-Test einfach nur mit Code schreibt, glaube ich. Je nachdem, wie kompliziert es natürlich wird. Aber man kann beides machen. Okay, es ging jetzt eher um Continuous Integration, dass man halt dass es leichter ist, wenn man da nur ein Framework drin hat. Ja, also bei uns, also Continuous Integration bedeutet natürlich auch, dass man ziemlich viel automatisiert hat und ich finde es nicht so schlimm, wenn man halt ein Tool dahinter hat, zu sagen, ich lasse jetzt Behead laufen und PHP Unit und die Frontendler haben, glaube ich, noch JUnit und was weiß ich alles. Da gibt es ja wirklich viele Frameworks, dann gibt es vielleicht noch ein paar PHP-Spec-Tests. Solange das in der Automatisierung drin ist und ich da nicht irgendwie immer manuell draufklicken muss, finde ich es auch nicht schlimm, wenn da jedes Team seine eigene oder seine eigenen ein oder zwei Frameworks hat. Man muss gucken, dass dann auch wirklich immer alles ausgeführt wird und dass nicht jemand anfängt, ich mache jetzt mal JUnit und das vergisst in diesen Automatisierungsprozess reinzupacken. Aber ich glaube, das fällt irgendwann irgendwem auf. Spätestens, wenn der Bug dann live ist und User-Testing angeschlagen hat, dann spätestens dann merkt man das und dann heißt es so, wer hat das verbockt und dann wird es auch eingebaut. User-Testing ist übrigens auch so eine Sache, die nicht so richtig geil ist. Die hätte eigentlich auch noch mit dem Schwarzen stehen müssen. Das ist, wenn der User die Bugs findet. Ist aber wieder stark im Kommen. Wird wieder trendy. Anmerkung, Fragen noch? Irgendwas? Da, hinten. Was User-Testing angeht, es gibt da so einen Spruch, wir verkaufen Bananen und Reifen beim Kunden. Okay, der Spruch, es gibt zu User-Testing einen Spruch, wir verkaufen Bananen und die Reifen beim Kunden. Ich habe mal gehört, man sollte immer maximal 70% geben. Das widerspricht tatsächlich so ein bisschen dem, was die meisten Entwickler so mit Herzblut machen. 70% geben passt den meisten Entwicklern überhaupt nicht in den Kram. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das manchmal sinnvoll, weil man muss auch mal was nachschieben können. Man muss irgendwie vorbereitet sein, was in der Hinterhand haben. Möchtest du gerade dazu was sagen? Complaint-driven Development. Ja, man muss natürlich auch immer dafür sagen und gerade aus wirtschaftlicher und aus Management-Sicht, es gibt Dinge, die sind extrem kritisch und ich meine, wenn irgendwie meine Zahlanwendung oder meine Registrierung nicht mehr klappt, dann kostet mich das halt vielleicht irgendwie ein paar Millionen Euro und wenn halt der scheiß Button grün statt rot ist, dann kostet mich das vielleicht irgendwie 100 Euro. Und natürlich muss man dann auch immer ein bisschen gucken, okay, wenn der User das findet, wie schlimm wäre das wirklich? Und wenn der User es findet und sich nicht dran stört und keine Support-Nachricht schreibt, dann ist es vielleicht sogar gar nicht wichtig. Das geht Entwicklern aber so ein bisschen gegen den Strich, weil man will es natürlich schon perfekt haben irgendwie. Ja? Wenn man große Systeme hat oder viele Benutzer,
einfallen lassen, dass sie einziehen. Ganz ehrlich, ich habe selber die Erfahrung gemacht. Ich habe das Test geschrieben und habe es nicht gesehen. Ne? Und dann, wie gesagt, eine Woche drauf, und dann kam die erste Fehlermeldung. Und die haben einen wieder auf den Giegel drücken. Also man kann nicht mit allem rechnen, was irgendwelche Benutzer sich ausdenken, eingeben wollen. Ja. Die Anmerkung war, dass... Die zweite Anmerkung, leider, wollte ich nur sagen, es kann auch relativ aufwendig sein, zum Beispiel gerade größere, komplizierte Systeme dann Test-Setup zu erstellen, womit man wirklich dann auch auf das ganze Ding testen kann. Ja, die erste Anmerkung war, dass sich User alles Mögliche ausdenken, woran man vorher gar nicht gedacht hat. Wir hatten vor, ich weiß gar nicht, 8 Jahren oder so, habe ich in einer Firma gearbeitet, die ein Flash-Spiel rausgegeben hat. Mit dem konnte man dann irgendwas gewinnen, irgendeine Kleinigkeit halt. Das war halt viel, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, ein bisschen Spieltrieb von den Nutzern dann auszunutzen. Und dann hat tatsächlich irgendein Nutzer rausgefunden, dass wenn man das Spiel startet und dann vom Betriebssystem die Zeit zurücksetzt, dass man dann irgendwie ein paar Sekunden mehr in dem Spiel hat. Das sind auch so Sachen, da war ich noch ziemlich neu in der Branche und dachte mir auch so, Alter, das ist unglaublich, wer denkt sich sowas aus? Ich meine, da konnte man irgendwie einen 50-Euro-Gutschein oder irgendwas gewinnen und dann sitzt da irgendjemand und versucht, das System da irgendwie zu umgehen. Ja, man kann tatsächlich echt nicht auf alles kommen. Man kann gute Tester haben, die sich sehr viel ausdenken und die sehr viel Erfahrung haben und Entwickler mit viel Erfahrung, aber man kommt nie im Leben auf alles, was sich User ausdenken. Was war nochmal die zweite Anmerkung? Also selbst bei sag ich mal, nach außen den einfachen Sachen kann es relativ aufwendig sein, dann zum Beispiel eine komplette Nutzerverwaltung aufbauen zu müssen, damit man bestimmte Nutzerverhalten testen kann. Okay. Die Anmerkung war, dass es halt manchmal sehr aufwendig sein kann, gerade komplexe Systeme zu testen. Also man muss sich halt zum Beispiel irgendwie Benutzer im Hintergrund anlegen, um das durchzutesten. Und ja, es ist natürlich aufwendig. Man muss sich immer überlegen, ob es am Ende auch das rechtfertigt. Also ich hatte zum Beispiel eben das Beispiel mit dem Projekt, was jetzt nur noch die vielen Dank für Ihre treue Seite anzeigt. Und wenn ich mir überlege, okay, ich würde da rein jetzt irgendwie nochmal ein paar Tester, ein paar Stunden oder irgendwas setzen, das wäre für die Seite ein bisschen übertrieben, dann muss man sich einfach überlegen, okay, der Kunde ist pleite, ich werde von dem eh kein Geld mehr kriegen und es ist manchmal echt aufwendig und man muss halt natürlich auch schauen, dass einem das am Ende die Zeit auch wieder reinbringt oder das Geld, indem ich halt irgendwelche Bugs vermeide, die mich halt viel Geld gekostet hätten. Da links. Wenn man jetzt mit Leuten zusammenarbeitet, die eine Abneigung dagegen haben, es zu schreiben, was sind so die Top-Gründe, die man denen nennen kann, um zu überzeugen, dass Testen vielleicht doch eine ganz gute Idee ist? Okay. Die Frage war, wie man, wenn man Kollegen hat, die Tests nicht so geil finden, wie man die dazu überzeugen kann. Kurze Frage, wer hat einen Kollegen, der Tests scheiße findet? Fast alle. Ja, es ist tatsächlich so. Um ehrlich zu sein, jemand so komplett rumgerissen habe ich auch noch nicht. Es gibt ein paar Möglichkeiten. Es gibt Leute, die sind extrem hierarchieanfällig. Wenn der Chef dann sagt, wir machen jetzt Testabdeckung von 50%, dann machen die das auch. Da muss man dann mit dem Chef ein bisschen reden und ihn überzeugen, was vielleicht leichter ist, vielleicht auch nicht. Es hilft extrem aufzuschreiben, wenn man wirklich was gespart hat. Und dann, wie gesagt, darüber zu sprechen, zu sagen, bei der Mittagspause, man trifft vielleicht zufälligerweise gerade auf den Kollegen, der auch an der Kaffeemaschine steht und sagt, hey du, übrigens, wir haben da mal was ausprobiert, wir haben jetzt dafür einen Test geschrieben und das hat uns gerade irgendwie richtig den Arsch gerettet, dann hätten wir alle richtig Ärger bekommen oder so. Und wenn man die Möglichkeit hat, wenn der Kollege noch nicht verbohrt genug ist, um es vielleicht doch mal auszuprobieren, einfach mitziehen. Einfach sagen, ja komm, lass uns doch mal irgendwie wenigstens den kleinen Teil da, wenigstens den Unit-Test oder manchmal kann man es mitziehen. Was ich mir mal ausgedacht habe, war Test-Driven Code Review. Die Idee dahinter war, dass man in einem Team arbeitet und der Entwickler nicht die Tests schreibt, sondern derjenige, der die Code Review macht, den Code auscheckt und dann die Tests dafür schreibt. Das muss dann auch wirklich rotieren, weil sonst ist es immer der eine, der die Tests nicht scheiße findet, der die immer schreibt.
Das funktioniert eigentlich ganz gut, weil die Code Review auch ein viel höheres Niveau hat. Und wenn, wie gesagt, schlechter Code ist schlecht testbar, zumindest meistens. Und wenn ich dann merke, ich kriege diesen scheiß Test dafür nicht geschrieben, ich mocke jetzt seit einer Stunde die blöden Abhängigkeiten, weil der da 30 Use-Statements drin hat und im Konstruktor 20 komische Services instanziiert haben möchte, dann kann ich ihm halt auch konkret sagen, guck mal hier, das kann man nicht testen, wie würdest du das jetzt testen? Und wenn er dann irgendwann mal einen Test für irgendwas schreiben muss, merkt er vielleicht auch, okay, war jetzt vielleicht nicht so schlimm, ich kenne den Code dadurch viel besser. Weil wenn man wirklich mal Tests für anderen Code schreibt, dann muss man ihn verstanden haben. Man kann nicht einfach nur drüber scrollen und irgendwo den Button für plus eins klicken und sagen, ja, ja, ich vertraue dem schon, der ist ein guter Entwickler. Also das ist eine Sache, die fand ich eigentlich ganz hilfreich, funktioniert aber wie gesagt nur in einem Team und auch nur, wenn man nicht test-driven arbeitet und auch nur, wenn man, wenn jeder mal bereit ist, einmal zu testen. Aber ein allgemeines Rezept dafür, wie wenn man jemandem sagt, dass es doch nicht scheiße ist, ist einfach, manche wollen doch einfach nicht. Dass der Chef sagt, wir testen jetzt erfahrungsgemäß die Tests, die dabei rauskommen, nicht gut. Ja, wenn die Anmerkung war, erfahrungsgemäß, wenn der Chef sagt, wir testen jetzt, sind die Tests, die rauskommen, meistens nicht gut. Ja, wobei ich sagen muss, wenn jemand einen Test schreibt, ich rufe eine Seite auf und erwarte einen 200er Statuscode, dann ist das auch ein Test und das ist besser als nichts und das ist ein Anfang und irgendwann denkt er sich vielleicht, ja, irgendwann geht er vielleicht nochmal drüber, hat schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, sagt, ach, da kann man auch ein bisschen mehr testen, aber wenigstens das. Klar, wenn ich sage, assert A equals A, gut, aber dann, ganz ehrlich, dann darf man auch einfach mal in der Code Review sagen, nö, dann sucht ihr irgendeinen anderen Idioten, der dafür ein Plus 1 geht. Dann darf der durch die Firma laufen und sich jemanden suchen, der das als akzeptablen Test ansieht. Kann man auch mal dreist sein und dann auch einfach mal sagen, nö, das wird aber nicht deployed. Kann man machen. Gibt's noch jemanden? Nein, wir sind durch. Aber bitte bewerten.